Mein Name ist Cedric Farni. Ich bin der Wyss, der Schulleiter der höheren Berufsbildung am Standort Bern. Zielgruppe vom Spezialist, Spezialistin, Unternehmensorganisation mit eidgenössischem Fachausweis sind Personen, die eigentlich in ihrem Alltag mit allerlei organisatorischen Angelegenheiten und Aufgaben betraut sind. Die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Prüfung vom Verein, wo die Prüfung organisiert, sind so festgelegt, dass man eine erste Grundausbildung haben muss. Das kann eine 3- oder 4-jährige Lehre sein oder auch eine Matur. Und dass man 2 Jahre Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich mitbringt. Gerne stehen wir bei Unklarheiten betreffend Zulassungsbedingungen zur Verfügung. Für den Studiengang Spezialist in Unternehmensorganisation ist es wichtig, dass man Freude an unterschiedlichen Themengebieten hat, dass man Interesse hat an einer Ausbildung, wo man wirklich auch sehr breit unterwegs ist schlussendlich und trotzdem, dass man bereit ist, auch, dass man gewisse Sachen halt wirklich auch in der Tiefe anschaut. Im Vorbereitungskurs zu der eidgenössischen Prüfung Spezialistin in Unternehmensorganisation lernen Sie Themenbereiche wie zum Beispiel Projektmanagement, Prozessoptimierungen oder auch die Analyse von bestehenden Unternehmensstrukturen. Es geht dann sicherlich auch um Themen wie erkenne Trends und Innovationsmöglichkeiten und nachher dann auch, dass man die entsprechend umsetzen kann. Ergänzt werden die Themenbereiche aber auch mit Themen wie Organisation und Strategieentwicklung oder auch Change Management. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Studiengangs sind sicherlich auch Themen im Bereich der sozialen und persönlichen Kompetenz, die Verantwortung zu übernehmen, dass sie wissen, dass sie bei Konflikten schauen müssen, dass man die entsprechend sinnvoll und gewinnbringend lösen kann. Oder auch Geschichten wie beispielsweise, wie ich ein Team oder auch eine Gruppe führen. Absolvierende vom Spezialist Unternehmensorganisation mit eidgenössischem Fachausweis sind eigentlich sehr vielseitig einsetzbar. Sie haben durch das breite Themenspektrum, das abgedeckt wird, können sie beispielsweise in interdisziplinären Teams sehr gut eingesetzt werden oder auch bei der Umsetzung von Konzepten. Durch die themenspezifischen, also die breiten Themenbereiche, gibt es nicht den Job, den nachher ein Spezialist oder eine Spezialistin in einer Unternehmensorganisation macht. Typische Beispiele sind aber sicherlich so im Bereich Projektmanagement als Business Analyst oder Analystin oder auch im Prozessbereich. Die Absolvierenden haben durch den Abschluss sicherlich eine gute Grundlage und Basis gelegt für einen weiterführenden Studiengang mit eidgenössischem oder eidgenössisch anerkanntem Diplom. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, im HF-Studiengang Betriebswirtschaft oder auch Unternehmensprozess die Ausbildung, die normalerweise 3 Jahre geht, in nur 2 Jahren zu machen. Sie bekommen also für Ihren Abschluss auf eidgenössischem Fachausweisstufe die Spende von einem kompletten Studienjahr. Wichtig zu wissen ist auch, dass alle Vorbereitungskurse auf eidgenössische Prüfungen vom Bund subventioniert werden. Das heisst, dass du abgesehen von den Prüfungsgebühren, die du der entsprechenden Organisation zahlen musst, auf die kompletten Kosten, die du für einen Vorbereitungskurs auf dich nimmst, die Hälfte zurückerstattet bekommst.